Ich habe hier, um den Knorpel zu erklären, ein kleines Bild, und zwar am Beispiel des Kniegelenkes. Sie sehen hier den Unterschenkel, den Oberschenkel. Beide sind mit einem hier weiß gekennzeichneten Knorpel überzogen, sowohl der Oberschenkelknochen als auch der Unterschenkelknochen. Und Sie können sich jetzt vorstellen, wenn der Oberschenkelknochen ist jetzt hier in einem leicht gebeugten Zustand. Dadurch, dass der mit Knorpel überzogen ist, wird einfach Reibung und Druck auf diesem Gelenk reduziert.